Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy. Seit 16 Uhr ist das epische Strike-Event mit einem Level 30 Nodopa-Titan an den Stops zu finden. Ich habe das Ganze mit Level 1 Sauriern probiert, also wirklich nur Level 1er probiert, ob ich das Ganze geschafft habe und wie ihr das ganz sicher schafft. Und zwar jeder von euch, das alles erfahrt ihr in diesem Video zu Jurassic World Alive. Diese Woche könnt ihr auf meinem Kanal wieder 15 Euro Online-Guthaben gewinnen, sei es PSN, Google Play oder Paysafecard-Guthaben. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach, ihr müsst den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr keine Neuigkeiten zum Spiel mehr verpasst, einen netten Kommentar, der zum Video passt, unter dem Video posten und dem Video einen Daumen nach oben geben. Dann seid ihr schon bei der Verlosung dabei. Den Gewinner werde ich nächste Woche im Video ziehen. Viel Erfolg euch allen. Und damit vielen Dank fürs Einschalten. Ja, ihr seht es schon eingeblendet, Nodopa-Titan-Angriff endet in 20 Stunden und 54 Minuten, sprich morgen 15 Uhr ist das Ganze vorbei. Ein Sieg benötigt ihr und ja, ich habe es geschafft. Da keine Niederlage dürft ihr euch erlauben, habt also auch nur einen Gratisversuch. Hier die Eventbeschreibung. Nodopa-Titan-Angriff. Bei diesem Angriffsereignis musst du es mit einem mächtigen Nodopa-Titan aufnehmen. Nutze schlagkräftige Tiere, die seinen Schutz umgehen können. Nutze seine Verteidigungs- durchbrechende Gegenangriffe, um die Oberhand zu gewinnen. Alles klar, Java-Update. Genau, das ist es auch schon. Das kann ich nicht so ganz empfehlen, es ist viel simpler. Und zwar seht ihr hier erstmal die Werte vom gegnerischen Saurier. Ihr seht, er hat 6200 Leben, was eine Menge ist. 1216 Schaden macht der, 108 ist seine Geschwindigkeit, 40% Panzerung und 5% Crit. Das heißt, da kommen wir auf die 6200 Leben nochmal 40% Panzerung. Versucht es erst gar nicht mit normalen Angriffen. Ihr seht, er hat übermächtigen Angriff, verlangsamten Stoß, Gebrüll, Langzeitschutz und hat 0,25 Gegenangriffsschaden. Er kann also alles in allem ganz guten Schaden machen, in der Spitze ein bisschen über 1800 mit dem verlangsamten Stoß. Wie schafft man das jetzt? Ja, Blutungsschaden ist das richtige Wort. Ihr seht hier mal meine Saurierliste eingeblendet. Und zwar hatte ich einen Apato, einen Dimorphodon, einen Suchomimus und einen Ankylosaurus Generation 2 auf Level 1 dabei. Und das reicht vollkommen. Wie müsst ihr das jetzt spielen? Ihr spielt in der ersten Runde einfach Ankylosaurus oder euren vierten Saurier, in dem Fall Apatosaurus, wechselt auf den Suchomimus. Suchomimus macht dann dem Gegner Swap-In 25% Schaden über zwei Runden. Euer Saurier, euer Suchomimus stirbt. Als nächstes spielt ihr wieder Apato oder den Ankylosaurus, wechselt auf Dimorphodon. Der hat wieder Swap-In-Bleed, Gegner bekommt gestackt 25% Schaden über Zeit obendrauf. Macht nach der zweiten Runde dann schon 75% Schaden. Euer Saurier stirbt und ihr wechselt zum guten Schluss, spielt ihr Ankylosaurus Generation 2 aus. Der hat 1300 so viel Leben auf Level 1 und kann sich 50%igen Schutz machen, ist schneller als der Gegner und hat noch dazu etwas Panzerung von 25%. Das heißt, ihr haltet auf jeden Fall, ihr habt es bei mir gesehen, Gegenangriff war normal und der normale Angriff war gekrittet und ich habe überlebt. Das heißt, mit dieser Taktik schafft man es. Und zwar jeder von euch. Ich hatte das Glück, ja, ich habe mir heute Morgen die Taktik überlegt, beziehungsweise gestern schon, habe den Account gestern Abend gemacht und hatte den vierten Tanksaurier noch nicht. Den habe ich heute Morgen dann gefunden, Ankylo, und ich habe ihn auch noch heute spontan fangen können. Also das war echt lucky. Ja, also dieses Strike-Event kann man mit Level 1 Sauriern schaffen. Ansonsten, wenn ihr die Saurier nicht habt, nimmt irgendwas mit Blutungsschaden mit und einen Tank, der das aussetzen kann am Ende, dann schafft ihr das auf jeden Fall. Und dann bekommt ihr natürlich eine coole Belohnung und heute mal aus einer ganz anderen Sicht. Ihr seht hier epischer Brutkasten Stufe 2, denn ich bin nur Level 2 auf dem Account. 159 epische DNA, das ist süß, 286 seltene DNA, 3259 gewöhnliche DNA und 6474 Coins. Ich hoffe, euch hat dieser Guide gefallen und das ist wirklich das Minimalistische, was man in einem epischen Strike-Event mitnehmen kann. Vier Saurier muss man mitnehmen, theoretisch hätten wir sogar nur drei gebraucht. Ich hoffe, euch hat dieser Guide gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, tut auf jeden Fall auch mal ein kostenloses Abo da lassen. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Und euch viel Erfolg bei dem Strike-Event. Macht's gut, bis dahin und ciao.